Wir sind uns einig über die Definition eines Serienkillers. 3 oder mehr Morde. Worin wir nicht übereinstimmen, sind die Methoden der Ermittlung. Und deswegen sind wir hier. Heute Abend beginnen wir mit Detective Jane Rizzoli und Dr. Maura Iles. Falls Sie mein Buch gelesen haben, wissen Sie von Ihrem entscheidenden Beitrag zur Ergreifung des Serienkillers Charles Hoyt. Danke, ich freue mich, hier zu sein. Der Mordserie von Hoyt ein Ende zu bereiten, war mir ein persönliches Anliegen. Denn im Laufe meiner Ermittlungen entwickelte Hoyt so etwas wie eine Besessenheit von meiner Person und versuchte mehrfach, mich umzubringen. Es fällt mir schwer, darüber zu sprechen. Ich bin froh, dass er tot ist. Weil er nie wieder jemandem wehtun kann. Aber ich werde nie aufhören, mich zu fragen, warum. Wir wissen, dass rund 70% der Serienmörder als Kind missbraucht wurden und 60% haben einen Hirnschaden. Aber wir wissen auch, dass sie in jeder Gesellschaft vorkommen. Heute geht es nicht um das Warum, sondern um das Wie. Wie wir ermitteln. Was Sie gleich sehen werden, ist ein nachgestellter Tatort. Wir bezeichnen es als Bluthaus. Wir demonstrieren die Analyse der forensischen Details der Morde an Martin Jäger und seiner Frau Gail. Jane. Ja, okay. Rede mit ihr, vielleicht kann sie helfen. Was kann ich tun? Die Detectives bestehen darauf, dass das Symposium weitergeht. Wieso? Der Mörder könnte hier sein. Sie denken, der Mörder kommt aus den Reihen der anwesenden Beamten? Ich frage mich, wie ich das den Medien verkaufen soll. Das sollten Sie vorläufig dem Polizeisprecher überlassen. Ich habe so viele grässliche Fotos und Videos betrachtet, aber an einem Tatort war ich noch nie. Doktor, geht es Ihnen nicht gut? Bitte setzen Sie sich. Bitte, es geht mir gut. Ich will vielleicht nur... Vielleicht ein Glas Wasser? Nein, nein, ich habe Sie gekannt. Die beiden Tatorttechniker, June und Kent. Ich habe Sie damit beauftragt. Ich fühle mich verantwortlich. Nein, Sie sind nicht verantwortlich. Ich kann nicht glauben, dass wir in Ruhe gegessen haben, während das passiert ist. Dr. Nolan, ich weiß, dass es Ihnen schwerfällt. Aber wir werden Ihre Hilfe brauchen. Organisiert, kontrolliert, wählt Opfer willkürlich aus. Furchtlos. Weil er auf einem Symposium über Serienkiller 2 Mitarbeiter der Polizei umbringt. Obwohl, solange kein 3. Mord geschieht, ist er kein Serienkiller. Die theatralische Inszenierung zeigt, dass er spielen will. Mit uns. Das heißt, es wird eskalieren. Sie denken, es kommen mehr? Denke ich, ja. Die Verbrennungen bedeuten etwas. Keiner von Hoyts Schülern hinterließ eigene Signaturen. Die Spurenanalyse arbeitet an beiden Leichen. Die Autopsie kann ich erst morgen vornehmen. Dann sage ich dir mehr über die Brandwunden. Gut. Wir können unten warten, falls Sie noch nicht fertig sind. Dürfte ich jetzt zurück ins Hotel? Natürlich, ja. Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.